Moinsen Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute zeige ich euch, warum die meisten die Helltide-Events, also diese Höllenflut-Events, immer falsch farmen. Also die meisten laufen ja rum und farmen sich mal Stuff zusammen. Und ich werde euch heute mal zeigen, warum das die meisten falsch machen und was der geilste und beste Weg ist und warum das eine der geilsten Methoden ist, überhaupt zu farmen, wenn man es richtig macht, die es momentan gibt im Game. Deshalb werde ich jetzt einfach mal in das Helltide-Gebiet reingehen und werde mal anfangen zu farmen und dann zeige ich euch gleich was. Also wie farme ich die Helltides am besten? Ich reite nicht mit dem Pferd durch die Gegend, das kann man auch machen. Aber ich laufe einfach dahin, wo ich denke, dass es ganz gut ist. Die Gebiete sind ja immer verschieden. Was ich mache, ich laufe durch die Gegend und töte alle Gegner oder alle größeren Gegnergruppen, sodass ich eigentlich da immer ganz gut Erfahrung und eben die Glutsplitter bekomme, wie auch immer die heißen, anomale Glut. Genau, und dann laufe ich durch die Gegend, sammle die ganze Chose ein, halte mich nicht lange auf und wenn ich ein Event sehe, dann mache ich immer die Events. So, weil bei Events spawnen natürlich immer sehr viele Gegner und außerdem bekommt man Obolusse. Da hin. Ah, da unten. So, zack, zack, zack. Jetzt warten, bis mein Gift ready ist. So. Wo ist er hin? Da oben. Junge, warum? Achso, der hat Schadenswiderstand. Ich dachte, warum mache ich keinen Damage? Egal. Mit Gift geht's. So, genau. Dann hier alles aufsammeln. So, dann seht ihr, kriegt ihr natürlich auch schön viel Glut und guten Loot. Wenn ihr hier diese Bosse findet, die könnt ihr auch machen. Die werden auch auf der Karte angezeigt. Seht ihr hier oben auf der Karte, werden zwei von den Bossen angezeigt. Jetzt ist der eine hier tot. Wir droppen halt auch mal ein bisschen was. Okay, der andere spawnt einfach nicht. Na gut. So, jetzt sehen wir hier so eine Kiste. Eine 75er Kiste. Die wird ja auch hier auf der Karte angezeigt. Die machen wir nicht. Die lassen wir so, die machen wir nicht auf. Dann können wir auch hier noch die Events machen, also diese größeren Events, ne, die immer an diesen besonderen Orten sind, sage ich jetzt mal. Die kann man natürlich auch immer mitmachen, weil man bekommt natürlich hier ordentlich Gegnermassen und Erfahrungspunkte, deshalb die immer mitmachen. So, hier haben wir wieder ein Event. Ah, man muss, das ist sogar ein geiles Event, wo man diese Teile hier aufsammeln muss. Eigentlich ganz easy. Das ist ein Event, was sehr schnell geht. Da kommen aber auch viele Gegner, was gut ist. Und da muss man 30 von den Seelen einsammeln. Die Gegner. Und die müssen da in den Topf rein. Komm, zack, zack, zack. Sammeln mal ein paar Gegner. So, je mehr Gegner, desto mehr kann ich auch killen. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Die Gegner ein bisschen zusammenstellen lassen und dann schön Teil durchjagen. Zack, zack, zack. So, haben wir noch einen Boss? Ja, den da. Einsammeln. Okay, wir haben alle. Sehr gut. Blut natürlich immer einsammeln. Und da ist der Boss. Da war der Boss. Oh, schön. So sieht das gut aus. Weiter geht's. So, Leute, und jetzt müssen wir auf der Karte genau hier hin. Und da kämpfen wir uns jetzt nochmal durch und sammeln auf dem Weg zu diesem Ort noch ein paar Splitter und dann zeige ich euch, was wir machen. So, jetzt in dem Moment habe ich 175 Splitter erreicht. Das ist eigentlich die Hälfte von denen, die wir brauchen. Aber das passt auch schon mal so. Da drüben haben wir noch ein Event. Das mache ich nochmal schnell. So, da sind wir auch schon angekommen an dem Ort. Und wenn ihr das gerade gesehen habt, dann seht ihr, dass hier eine Truhe aufgetaucht ist auf der Map, die vorher nicht da war. Ne? Ihr erinnert euch, diese Truhe ist neu dazugekommen. Und die machen jetzt mal auf, die kostet 175. Also das sind die 175er Truhen. Die öffnen wir jetzt mal. Und dann kommen Gegner raus. Ey. Also ihr seht, wir haben drei Legendaries, sogar zwei Vermachte davon. Und noch jede Menge anderen Stuff. Materialien, Legendaries, ganz viele Elixiere, vier Stück. Gelbe Sachen noch. Okay, Elixiere sind bei mir voll. Aber so
So funktioniert das. So, wie habe ich das jetzt gemacht und woher weiß ich, dass hier eine Truhe ist? Also, es gibt eine Webseite, die heißt helltides.com, also helltides.com. So sieht das ganze Ding aus. Und diese Seite hier zeigt einem immer den Timer an, wann das nächste Helltide-Event beginnt. Und sie zeigt an, wie lange das Event dauert und auch die nächsten Worldbosse, wann die kommen. Das ist auch ganz neu jetzt. Und zeigt an, wo diese Truhen sind. Das heißt, wir sind jetzt zu dieser Truhe hier gelaufen. Jetzt kann ich die anklicken und Daumen hoch geben und weiß jetzt, dass da eine Truhe ist. Hier unten ist noch eine zweite Truhe. Das heißt, ihr müsst immer in 30 Minuten 350, weil eine Truhe kostet 175, 350 Splitter sammeln, also Glut sammeln. Und dann könnt ihr beide Kisten öffnen. Dann kriegt ihr ungefähr so 6 bis 8 Legendaries raus. Nach einer halben Stunde des Helltide-Events, also immer nach 30 Minuten, resetten sich diese Truhen und dann gibt es andere Truhen. Das heißt, ihr könnt 4 Truhen öffnen, indem ihr 700 Shards farmt. Also ihr müsst zweimal 350 Shards farmen, immer in einer halben Stunde. Das hier sind die Events. Das heißt, ich habe jetzt eben gemacht, ich bin einfach immer nur im Dreieck gelaufen, weil ich weiß, okay, hier sind die Events und ich laufe einfach immer grob in die Richtung. Gehe dann hier die Gegner killen, kill alle auf dem Weg, mach dann das Event, kill wieder alle Gegner auf dem Weg, mach dann das Event. Und so laufe ich immer im Dreieck, bis ich die Shards zusammen habe und laufe dann hoch zur Truhe. Wenn ich hier unten bin, hier würde ich das genauso machen. Lauf dann hier immer im Dreieck oder hier immer so im Viereck, ne? So trapezförmig. Zack, zack, zack. So würde ich dann immer hin und her laufen und würde dann die nächste Truhe öffnen. In diesen Truhen sind immer viel mehr Legendaries drin als in den anderen. Garantiert, ich hatte noch nie weniger als 3 und ich hatte aber noch nie mehr als 4. Also zwischen 3 und 4 Legendaries sind eigentlich immer da drin. Und ihr könnt halt hier auch sehen, wann der nächste Worldboss spawnt. In 3 Stunden 13, dann wisst ihr, okay, da ist der nächste Weltboss am Start. Ne, so viel dazu. Ich hätte jetzt noch 5 Minuten Zeit für die nächste Truhe. Das würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich kann ja schon mal anfangen, 350 zu sammeln für die nächsten 2 Truhen, die dann eben in 5 Minuten 10 spawnen würden. Das ist die beste Methode, Helltides zu farmen. Falls ihr noch was Besseres kennt, da bin ich sehr gespannt. Ich habe bisher noch nichts gefunden, aber ja, Helltides und eben die 2 Farmspots, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, ist das Beste eigentlich, was man momentan in Diablo machen kann, neben den Albtraum-Dungeons. Falls ihr die letzten 2 Farmspots verpasst habt, dann schaut euch die mal da drüben an, ne? Da habe ich sie euch eingeblendet, da ist das Video zu den 2 besten Farmspots neben den Helltides, die es aktuell gibt. Verpasst es nicht, bevor das gepatcht wird. Macht es schnell, weil, wie gesagt, die Sachen werden immer so schnell rausgepatcht. Da muss man schnell sein. Gut, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Channel. Haut rein. Stay Pam. Tschüss.